Hallo und willkommen zurück zu meinem letzten Video, was legendäre Kleidung betrifft. Ich bin dazu in meine Wohnung wieder zurückgereist, um euch das hier in Ruhe, ohne Lärm oder sonst was zu zeigen. Ich habe noch so einen kleinen Mitbewohner. Oder auch nicht. Was ist mein kleiner Bewohner denn? Da ist mein kleiner Mitbewohner. Eine kleine Katze. Ja, ich habe diese kleine Katze gefüttert und konnte sie dann mitnehmen. Ja, ganz ruhig, ne? Ja, so viel erstmal dazu. Habe ein kleines Haustierchen. So. Kommen wir zu meinem Charakter. So sieht mein Charakter aus. Es sind alles legendäre Sachen. Alles legendäre Sachen, die ich in der Welt kostenlos gefunden habe. Also die Videos, die ich für euch gemacht habe. Das habe ich mir mal so denn zusammengebastelt. Ja. Ja, womit fange ich an? Gehen wir mal ins Inventar. Ich habe hier die Mütze schon getauscht. Ich hatte vorher diese hier. Habe meine legendäre Mütze jetzt geupgradet mit dem Mod, was ich herstellen kann, mit dem Armadillo Mod. Ich habe ihn schon auf Episch. Wie man den auf legendär kriegt, keine Ahnung. Auf Episch habe ich es auf jeden Fall schon mal geschafft. Ich weiß nicht, ob ich dafür noch das entsprechende Schema finden muss für legendär, wenn es das geben sollte. Keine Ahnung, wo es ist. Ja. Momentan ist mein Armadillo für das Epische bei 49,32 Panzerung. Wenn ich jetzt auf Level 37 gehe, ich denke mal, dann bin ich über 50. Panzerung 50. Also dann kann ich Armadillos über mit plus 50 plus Panzerung denn herstellen. Also da ist unser Armadillo denn flexibel, also pro Levelaufstieg gibt es denn auch gleich, wenn ich das denn herstelle, ist die Panzerung denn auch gleich erstmal ein bisschen höher. Sprich, ich muss dann meine ganzen legendären Kleidung muss ich denn ja denn wieder upgraden auf ein neues Armadillo Mod, aber nichtsdestotrotz, denn habe ich wenigstens bisschen mehr Panzerung. Ja, mützenmäßig habt ihr ja gesehen, die habe ich mir ja geholt auf dem Turm, diese Reporter Basecap mit reaktiver Schicht, keine Ahnung, müsste man sich das alles durchlesen, habe ich jetzt keine Lust so. Dann habe ich ja dieses Basecap, das trägt ihr aber verkehrt rum und das gefällt mir gar nicht. Von daher, wenn euch das gefällt, könnt ihr das natürlich gerne behalten, aber das vernichte ich jetzt einfach mal so. So, das kommt auch weg. So, gehen wir mal zu den Mänteln. Da habe ich ja so einiges mir zusammengesucht. So, legendäre Sachen, natürlich nur zwei. Einmal die gute Polizeijacke. Da war ich ja live dabei. Ja, macht jetzt schon oder hat jetzt schon eine Panzerung von 140. Sollte euch nicht stören, wenn ihr jetzt zum Beispiel meine dreilagige, Entschuldigung, meinen legendären Mantel anguckt mit Panzerung von 239, macht euch nichts draus. Wenn ihr das Armadillo herstellen könnt, ich weiß ja jetzt auch nicht, in was ihr das Armadillo jetzt habt, ob ihr das jetzt nur normal habt oder ob ihr das jetzt auch schon selten habt oder episch oder vielleicht sogar legendär, keine Ahnung. Dann, ich kann das ja mal eben zeigen, so sieht das ganze hübsche Teil denn aus. Was ist das denn hier? Vanguard. Verringerung von Schaden beim Blocken. Interessiert mich Jacke wie Hose. So. Wir wollen mehr Panzerung. Kein Problem. Dann nehmt ihr euer Armadillo, klickt da drauf
dann werdet ihr natürlich gefragt, wollt ihr das wirklich machen, weil ansonsten wird das, die Mod, die da jetzt drin ist, wird zerstört. Interessiert mich Pups wie Hose, ja, soll weg. So, dann haben wir schon eine Panzerung von 989. Da das Ding hier aber zwei Mod-Slots hat, nehmen wir den auch noch. Was macht der? Skinnet, was ist das? Höhe der Schadensminderung. Ugh, interessiert mich Jacke wie Hose. Es kommt bei uns auf Panzerung an. Und wenn wir genug Panzerung haben, können wir ja nicht mehr so schnell verletzt werden. Haha. So, rein damit. Ja, wollen wir. So. So, dann haben wir schon wieder zwei Panzerungsmod von jeweils 49. So, jetzt haben wir eine Panzerung von 239,1. Wenn euch das Polizei Outfit natürlich gefällt, heißt es. Ne? Also das ist, muss denn für sich jeder selber entscheiden. Da kann ich denn leider nicht viel was zu sagen. Sieht schon nicht schlecht aus, sage ich mal. Gehen wir mal zurück. Gucken wir uns mal die Werte an. 1551. Also da hat sich bei meiner Panzerung nichts getan. Gut. Es gibt welche, die haben natürlich, so wie mein Kumpel zum Beispiel, der kleine Cheater, der hat natürlich über 3000 Panzerung, also schon fast 4000. Wer das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich denke mal, da hat der wohl bessere Armadillos. Vielleicht hat er sogar den legendären Armadillo. Gehe ich mal von aus. Ja, ich bin bei 1500. Läuft mal ganz gediegen. Gehen wir mal wieder zurück zu den Jacken. So. Ja. Wie ist mein Mantel? Wie ihr sehen könnt, da tut sich nichts mit der Panzerung. Also es ist, das bleibt gleich. Ja. Ja. Dann haben wir ja noch hier diese schwere stoßgedämpfte Solo-Jacke. Da kann man schon sehen. Hat auch 140. Ziehen wir uns mal an den Lumpen. Ja, wenn ihr darauf steht, wenn ihr darauf Bock habt, ja, macht ihr einfach ganz klar hier die Panzerung rein. So, ganz einfach. Wieder zwei Panzerungsteile. Und dann habt ihr das Ding auch schon auf 239. Das Geile ist, jetzt festhalten, ihr geht jetzt auf Itemherstellung, geht auf eure Klamotte. Gut, da könnt ihr Klamotten herstellen. Geht auf Upgrades. Geht hier nochmal auf Klamotten. So, dann gucken wir. Welche Jacke haben wir denn an? Wir haben diese Jacke haben wir an. Ja, super. Gut, hier habe ich so einen kleinen Glitch gemacht. Ich habe das so ein bisschen dupliziert. Darum habe ich hier auch so viel. Dass ihr Bescheid wisst. So, dann kann ich das hier upgraden. Dann ist meine Jacke schon auf 243. Kann ich es ja mal machen. Da es jetzt auf legendär ist und ich natürlich im Level noch nicht so hoch bin, kann ich das natürlich nur einmal upgraden. Aber dann bin ich hier schon auf 243 Panzerung. Da mir die Jacke aber nicht gefällt und mir der Mantel besser gefällt, gehe ich natürlich auf den Mantel. So. Das sieht, finde ich, geil. Also für mich persönlich geiler. Gut, hier wird natürlich jetzt was Grünes angezeigt, weil wir den ja jetzt auch einmal geupgradet haben. So, haben wir hier noch irgendwas Höheres? Nö. Nichts Höheres als 440. Kann euch das ja mal zeigen. So sieht das denn so aus. Das haben wir an. Dann haben wir die noch. Oh ja, yeah, geil. 60er Styler. Cool. Ja, dann haben wir noch die Jacke. Was mir persönlich jetzt aber nicht gefällt, ist, dass da nur ein Modslot drin ist. Da habe ich bei dieser Jacke zwei. Sprich, ich kann die Jacke nicht so hochpowern, wie ich das jetzt hier bei der habe. Ja, von daher. Das war jetzt einmal die Jacke. Dann haben wir hier noch eine Weste, die habe ich dann noch gefunden. Die ist auch nicht schlecht. Die hat auch schon 136 Panzerung. Wenn man da noch eine Mod reinmacht, ach, kann man nicht. Das ist natürlich jetzt das Doofe. Da muss man aufpassen. Man kann das da nicht reinmachen.
kann man nicht machen. Das muss schon besser sein oder muss auch episch sein, damit man die Mod da reinmachen kann. Gut, legendär ist natürlich klar, kann ich natürlich dann sofort reinballern. Aber die Mod, die ich jetzt habe von Amadillo, das ist ja die epische, da muss man denn schon entweder auch episch haben, die Klamotte, oder halt eben noch ein höher auf legendär, dann kann man da die Amadillo reinmachen mit 49 Panzerung. Ja, kann ich jetzt hier nicht, weil das eine stinknormale, also eine gewöhnliche Weste ist. Wäre das jetzt eine epische Weste, könnte ich da jetzt die Upgrades reinballern. Ja. So, wie siehst du denn hier in der pinken Kluft aus? Oh, mal ganz ehrlich, das sieht gar nicht mehr so verkehrt aus. Mit dem schwarzen Fummel da drunter, mit Krawatte. Oh, da läuft. So, jetzt zieh mal den Lumpen an. Ach, das hattest du schon, okay. Ja, so viel dazu. So viel zu den Oberteil. Die legendär werde ich natürlich behalten. Oh, was mache ich hier denn? Hey. Na, egal, halb so wild. Wieso gehst du immer wieder zurück auf den... So. Ich weiß noch nicht, ob ich die beiden legendären Sachen behalte, weil das sieht jetzt für mich schon final geil aus. Ja, oder ich zerlege das einfach. Ach, steht drauf, ich zerlege das. So, gib her. Was soll der Geiz? Weg damit. Das gefällt mir am besten. Warum soll ich da so lange drauf rumdoktern? Ich kann hier eigentlich auch mal eben was wegmachen. So. Da ich ja das Schema habe zum Selbstherstellen, kann ich das also auch denn schön vernichten. Ja, so, alles weg. Passt. So, dann haben wir hier. Dann haben wir hier die Brille. Da haben wir hier aber, was ist das? Boah, ey, ne. Dann haben wir hier noch die Fliegerbrille. Boah, ey, groovy, ey. Alter, ladifucky, ey. Und dann haben wir das noch. Ja, ich Idiot. Jetzt habe ich die Mats zerstört. Wie viel hatte die jetzt hier? 91. 42,5. Okay, da wird das dann wohl gleich sein. Wobei, das sieht total kacke aus. Das sieht auch kacke aus. Das mit der Brille auch. Ich behalte diese hier. Die sieht schon echt gut aus. Brauche ich also nichts verändern. Schon mal schön. Kann also weg. So. Dann haben wir hier noch die Oberbekleidung. Da habe ich auch sowas gefunden. Habe ich für euch extra mal hier mal den Netrunner Anzug rausgesucht oder mir geholt. Ja, hier das gleiche Spiel. Hier kann man die Mods auch entfernen. Macht ihr einfach den Amadillo da rein. Gut, dann werdet ihr gefragt, willst du das wirklich wegmachen, weil hier ist ja legendär schon drin. Eine Schadensminderung von 6% ist da Pups wie Hose. Man hat doch genug das andere. Und dann haben wir hier einmal das schöne Tanktop-Shirt, was wir ja gefunden haben bei der Band. Das ist wiederum nur... Doch, hat auch zwei Mods. Okay. Ja. Gefällt mir das besser? Weiß ich. Geht mir einer dabei ab? Weiß ich auch nicht. Gefällt mir halt eben. So. Ja, da ich so... Da so irgendwie nichts mit zu tun habe mit diesem Netrunning. Ich mache das just for fun. Mich anziehen und fertig. Hab da jetzt keinen bestimmten Stil, den ich jetzt verfolgen muss oder so. Habe ich ja ein Video zu gemacht, wo ihr den Netrunner findet. Legendär sogar, mit zwei Mod-Slots. Und ja, könnt ihr euch ja dann gerne holen. Ich vernichte das jetzt einfach mal. Joa. Dann haben wir hier noch die Hosen. Meine Hose ist jetzt schon bei Panzerung 169. Ich denke mal, mehr wird das hier wohl auch nicht werden. Nö. Ist auch 70,5. Also. Ach so, das ist ja eh nur eine grüne. Das ist auch so geil.
habe ich eine legendäre Hose mit Panzerung 70-5 und dann habe ich hier eine außergewöhnliche auch 70-5. Gut, dafür hat die aber auch nur einen Mod-Slot. Aber gut, egal. Dann ziehen wir mal die Höchst an. Wie siehst du aus? Ja, sieht schon nicht verkehrt aus. Kann man dann mal so nehmen. Gut, meine ist natürlich besser. Nehmen wir die mal. Wie sieht die aus? Ja, die sieht schon echt. Ja, kann man eigentlich auch nehmen. Aber das Doofe ist, die hat nur einen Mod-Slot. Von daher. Oh, nehme ich mal die. Wie war die andere hier? Zeige ich die nochmal? Boah, die sieht ja auch nicht schlecht aus. Jetzt bin ich ja gerade so ein bisschen im Zwiespalt, ne? Das ist ja jetzt mal wieder was Geiles. Das ist ja schon. Ja, nee, ich behalte die. So, sind wir mit groß geworden, sind wir reingewachsen, die steht von alleine in die Hose, läuft. Verkaufen wir hier einfach mal alles. So. Jo, was haben wir noch? Schuhe, genau, Schuhe fehlen ja noch. Mensch, das habe ich ja ganz vergessen. Wie viel sind meine Schuhe? 119er Panzerung. Ja, schade, wäre da jetzt ein paar Schuhe bei mit zwei Mod-Slots, hätte ich das behalten, aber das sieht. Oh, stimmt, die Polizeischuhe. Ja. Das sieht natürlich jetzt richtig fuckig geil aus, ey. Richtig funky, ey. Schöne Polizeistiefel. Und dann auch noch wasserfeste. Mordslots, was ist denn da? Armadillo. 43,4. Wenn ich da jetzt reinmache mit meinen, dann sind das 6 mehr. Dann bin ich auch bei dem gleichen Wert, was ich hier schon habe. Geben wir mal meine Pumps her. Aber sieht schon eher aus wie ein Konzerner, ne? Ich bin ja momentan auf Konzernertour hier. Also ich spiele auf Konzerner. Oh, kann mir schon besser hin, ne? Als wie die Gummistiefel hier. Polizeistiefel, Entschuldigung. Aber wie gesagt, ich denke mal. Schade, eine Polizeihose habe ich jetzt in seiner Liste nicht gefunden. Ich denke mal, die wird es wohl auch geben, weil man hat Polizeischuhe, man hat eine Polizei, Oberbekleidung. Ich denke mal, da gibt es auch eine Polizeihose. Ich weiß auch nicht, wo er die Daten hatte. Ich denke mal, er hat sich die aus dem Netz geholt. Er hat mir die jetzt einfach mal so gegeben, dass ich da dann mal mir selber was aussuchen kann, was mir gefällt. Von daher, ich nehme die Schuhe. Da tut sich eh nichts. Können wir die verkaufen? So. Läuft. Ja, und das war's. Das waren jetzt denn meine legendären. Also so laufe ich in legendär rum mit meinen Klamotten. Wie gesagt, die Sachen, die kann ich ja jetzt auch noch alle denn upgraden, meine Klamotten. Wie man sehen kann, jetzt sind nur noch meine Klamotten hier drin. So. Mal gucken, wie viel kann ich das upgraden? Einmal. Perfekt. So. Wenn ich natürlich jetzt auf Level 37 gehe, den kann ich dann wieder upgraden. Ist zwar doof, dass ich das nur einmal machen kann. Ey, aber hallo? Ist doch nicht schlecht. Und das Geile ist, wenn ich ein Level-Upgrade habe. Sprich, ich springe auf Level 37. Wenn ich ein Level 37er habe, dann kann ich wieder auf Herstellung gehen. Und Moment, ist die hier? Ne. Dann kann ich wieder hier auf Herstellung gehen. Und kann dann hier neues Armadillo herstellen. Weil dann ist das hier auch erhöht. Und dann muss ich für meine legendären Sachen dann für jede Klamotte wieder meine Armadillos herstellen hier. Aber ist doch nicht schlecht. Ich finde das echt gut. So, wie viel haben wir jetzt? Werte 1569. Und pro Level steigt das dann immer noch weiter an. Aber besser kann auch gar nicht laufen. So, das war mein letztes Video, was Klamotten betrifft. Jetzt konntet ihr auch mal sehen, wie ich rumlaufe im zweiten Run von dem Spiel.
Und ja, ich hoffe, ich habe soweit nichts vergessen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, sich die Videos anzugucken mit den legendären, ganzen legendären Sachen. Vielleicht finde ich ja auch noch durch irgendwelche ominösen Umstände, oder vielleicht hilft mein Kumpel mir ja auch, ich weiß es nicht, kann ich dir noch mal so ein bisschen löchern, wo er dann, was er für eine Armadillo hat. Wäre nicht verkehrt, wenn ich die Armadillo noch mal in legendär finden würde. Ja, so. Das war's jetzt von meinem Klamottengedöns. Ich muss sagen, da haben sie was Gutes gemacht. Finde ich cool, finde ich nice. Also ist schon nicht verkehrt. Richtig cool. Ich finde das Spiel echt genial. Und ich kann da nichts dagegen sagen. Ich spiele das Spiel auf der PS5. Ich habe mir das für die PS4 geholt, habe es kostenlos auf PS5 geupgradet. Und ich muss sagen, das läuft flüssig, da ruckelt nix. Das ist echt geil. Und ich hatte nur ganz selten mal irgendwo einen Bug, wo ich denn wirklich mal das Level nochmal neu starten musste oder neu laden musste, eher gesagt. Aber da die automatischen Speicherpunkte so gut immer gesetzt sind, braucht man gar nicht so weit zurücksetzen zum Neuladen. Hatte ich auch schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel fehlerfrei ist. Aber dann habe ich es mal eben kurz neu geladen, habe einen kleinen Abschnitt dann nochmal neu gespielt und dann war das Problem gelöst und ich konnte mit besagter Person sprechen. Ist also, sind minimale, ja, Kleinigkeiten, sag ich mal, kleine Bugs, nur die ich hier auf PS5 nur hatte. Also ich kann nichts Schlechtes sagen, mir gefällt es richtig gut, das Spiel. Vor allen Dingen, wenn man auch so viel machen kann, so viel entdecken kann, vor allen Dingen. Ja, so viel erstmal denn dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt. Und dann geht es mit den neuen Sachen, die ich denn finden werde oder auch nicht, geht es denn weiter. Jo. Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet Fun. Vielleicht war ja für euch was dabei, was ihr so noch nicht gefunden habt, was ihr jetzt finden könnt. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen und baut euch euren eigenen Charakter schön zusammen, würde ich mal sagen. Oder Frau. Mann, Frau kann man sich ja aussuchen. Ja, ich denke, ich habe nichts vergessen. Ansonsten mal eben schreiben, dann kann ich dazu ein bisschen was sagen, wenn ich darauf eine Antwort habe. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch die anderen Spiele noch anguckt, die ich dann reinstelle. Wenn es euer Geschmack trifft, sage ich mal. Wenn es nicht euren Geschmack trifft, ja gut, dann ist das eben so. Man kann nicht alle Geschmäcker treffen. Aber ich denke, mit Cyberpunk habe ich hier, glaube ich, nichts verkehrt gemacht. Hey. Ja, so viel dazu. Und danke nochmal für die Abos. Und dann würde ich sagen, hört und sieht man sich denn im nächsten Video. Oder nächsten Spiel. Mal schauen. Bis denn. Ciao.